Moin, vor einiger Zeit habe ich mir ein Video angeguckt, in dem Karlie Kloss das Geheimnis ihres großartigen Runway Walks verrät. Jetzt rat mal, was ihr großer Trick ist. Nach vorne schauen, Fokus. Ist das alles? Karlie, eigentlich wollte ich ja wissen, was du mit deinen Beinen, Hüften, Becken, Schultern, Armen machst. Nach vorne schauen, echt jetzt? Das ist der Trick? Zuerst war ich ja enttäuscht, dass sie keine konkreten Tipps gegeben hatte, aber mittlerweile weiß ich, dass Fokus tatsächlich der wichtigste Punkt für einen guten Gang ist. Damals, als wir laufen gelernt haben, haben wir nicht damit angefangen, darüber nachzudenken, ob wir nun über die Ferse abrollen sollen oder doch lieber den Ballengang versuchen. Wir sind gelaufen, weil wir auf etwas Bestimmtes zulaufen wollten. Die Chance ist groß, dass du durch Neugier angetrieben wurdest, zum Beispiel weil du etwas antatschen wolltest oder in den Mund stecken, was auch immer. Wenn du auf diese Art und Weise läufst, also das heißt erstmal Ziel anvisieren, das richtet dich dann erstmal auf und dann lässt du dich einfach in die Richtung fallen. Auf diese Art laufen die wenigsten Erwachsenen. Wir sind in der Regel nicht mehr von Neugier oder Erwartungsfreude angetrieben. Es scheint, als würden die meisten so dringend gar nicht mehr ans Ziel wollen. Sie setzen einfach nur einen Fuß vor den anderen und bremsen sich mit jedem Schritt so ein bisschen ab. Die meisten neigen sich dabei nach hinten, statt in die Richtung, in die sie eigentlich laufen. Probier das mal aus. Richte deinen Blick aus und stell dir vor, du willst so weit wie möglich gucken können. Und dann lass dich in Blickrichtung nach vorne fallen und fang dich einfach mit den Schritten auf. Wie du dich fühlst, ist ganz eng damit verknüpft, wie du dich bewegst. Und wie du dich bewegst, ist eng damit verknüpft, wie du dich fühlst. Wenn du dich kraftvoll beim Gehen abstößt, dann sieht das nicht nur selbstbewusst aus, sondern es fühlt sich auch so an. Du kannst das erstmal einfach nur mit einem Bein üben, also dass du dich mit einem Bein immer mal wieder abstößt. Und wenn das dann richtig gut hinhaut, dann kannst du auch darauf achten, dass der Oberkörper schön mitschwingt und die Arme und alles schön locker mitgeht. Auch hier führt der Fokus, also deine Blickrichtung, die Bewegung an. So werden dann übrigens auch die Schritte länger nach hinten als nach vorne und dadurch wird es ganz einfach, super sanft über den Ballen zu laufen, statt die Ferse jedes Mal in den Boden zu hämmern. Du musst auch nicht vorne den Fuß anheben. Du kannst es mal ausprobieren, indem du ein Bein so ein bisschen anhebst und den Fuß ganz locker lässt und dann einfach so ein bisschen aufsetzt. Die große Voraussetzung für das alles sind natürlich Schuhe, die die Fußbewegung nicht behindern. Genau, unsere Crowdfunding-Kampagne ist auf jeden Fall jetzt erfolgreich. Die High Heels werden also Realität jetzt und ich freue mich da echt so arg darüber. Das Ganze hat halt einfach nur gestartet, weil ich selbst Schuhe haben wollte, die gut aussehen und gut für mich sind. Und jetzt wird es dann Schuhe für ganz viele Leute geben, die halt echt richtig genial sind. Der Schlüssel liegt darin, zu fühlen, was man tut. Und auch zu hinterfragen, wie man es tut. Du hast nicht einfach einen harten Gang oder eine schlechte Haltung. Das sind alles einfach nur Gewohnheiten. Du kannst dir auch andere Sachen angewöhnen. Das ist tatsächlich eine Lebenseinstellung. Alles immer auch in Frage zu stellen, was man so tut. Ist es jetzt wirklich das, was ich tun will, oder will ich das verändern?